Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Sporty zur vierten Ausgabe von Assetto Corsa Multiplayer. Heute bei mir der Thorsten. Hallo. Und der Jörg. Hallo. Und wir schauen uns heute am 18.07. den Lotus 98T an, den ich ja schon entsprechend vorgestellt habe in Assetto Corsa Cars and Tricks. Und das Ganze jetzt im Multiplayer-Modus. Ihr seht hier auch gleich, es hat sich auch im Multiplayer ein bisschen was getan. Wir haben jetzt hier ein schönes Chatfenster. Wir können ein Restart der Session voten. Wir haben eine Player-Übersicht. Ich kann auch einen Player kicken, wenn ich hier der Admin bin. Also da hat sich einiges getan. Man kann jetzt auch das Booking außen vor lassen, was aber irgendwie noch nicht so funktioniert hat. Das Server erstellen ist noch ein bisschen schwierig, aber ansonsten ja, macht schon ganz gute Fortschritte. Das habe ich auch im Cast Track schon gesagt. Hier Force Feedback kann man mittlerweile einstellen. Wir sind hier mit dem Lotus 98T auf Imola und sind jetzt mal unterwegs in Sachen Qualifying. Fährt schon einer von euch? Nein. Ich. Die Karre auf jeden Fall richtig geil und ich habe schon richtig Schiss vor gewissen Kurven auf dieser Strecke. Ah, wieder verschaltet. Wo hast du dich gerade um den Baum gewickelt, Jörg? Noch nicht, doch vorne gleich fast. Nee, nee, aber läuft, läuft. Ja, ab durch die Tosa. Thorsten, kannst du eigentlich deine Räder sehen oder siehst du nur was? Nee, ich kann meine Räder sehen. So richtig voll oder siehst du nur ein bisschen was vom Spiegel und die Räder lupen unten durch? Ja. Also letzteres. Ja, aber ich bin gerade dabei, das einzustellen hier. Also ich habe mich ein bisschen weiter nach vorne gesetzt jetzt. Nach vorne? Ja. Also ich sehe den Spiegel jetzt, beide, zwei Nähte komplett und ein bisschen von den Reifen da. Also sehe ich das auch. Ich lasse es aber auch mal dabei. Ich habe es nur eben auch so im Cars & Tricks gehabt, nicht, dass du dann wieder sagst, dir wird schlecht. Ach so. Ach Mist, das Penalty-System ist ja jetzt an. Da muss man also vorsichtig sein mit den Schmuckstücken. Mist, ey, jetzt habe ich den Motorsound zu weit runter gedreht. Wie kann ich den boxen? Ne? Mist. Hört mir fast gar nichts, ey. Oh, ja, du kannst ja... Oder kannst du nicht? Nee, kannst du nicht. Du kommst ja da nicht mehr ins Booking, ne? Nee. Das ist ja das Doofe. Ja, aber ohne Booking war der Server leider gerade überhaupt nicht auffindbar. Also irgendwie... Man kann es zwar nun machen, aber es hapert da noch ein bisschen. Mal schauen, ob die Übersetzung ausreicht oder ob ich das Auto noch ein bisschen länger machen muss. Ja, passt. Ja, da vorne sehe ich noch den Jörg. Das wird aber dann keine neue schnellste Runde. Schleiche ich so doll? Oh, so sehr? Wenn du gerade erst durch die Tosa bist. Ach nee, dann ist es der Thorsten, den ich hier vorne sehe. In GameStopper soll ja mit Version 1.25 auch Imola kommen, in der alten Variante, die besser zu diesem Auto passen würde. Und zwar gibt es dann vor dem Rechtsknick, der vorletzte, durch den wir gerade gekommen sind, bergab, eine Schikane anstatt nur einem Rechtsknick. Na, kann man jemanden schön runter draußen durchstellen. Das ist schade, dass es die hier nicht gibt, ne? Na, Thorsten ist nicht so ganz überzeugt von dieser Streckenvariante. Oh, die alte? Oha. Oh, das war's schon? Scheiße. Nee, mir gefällt die alte auch besser. Ich habe die alte bisher noch nie gefahren. Ach so. Wir haben 10 Rundenrennen, Jungs, denkt dran. Ja. Ah, es geht schon los. Scheiße, dann setz ich mich rein. Ja, 8 Schlitter sollten reichen, oder? Weiß ich nicht. Oh.
Also ich hatte 15 Sekunden für den Start eingestellt, aber das war anscheinend immer noch zu kurz. Jetzt ich mach das gehen meine Gänge wieder nicht rein. Das nächste Mal auf 30. Entschuldigung. Du hast einfach zu früh gebremst. Wie kommt es euch denn so in Sachen Pingform momentan? Bitte? In Sachen Latenz? Ist bis jetzt gut. Da haben sie ja gesagt, sie haben komplett am Netcode gearbeitet, dass soll das deutlich besser funktionieren. Macht doch momentan so den Eindruck. Ja, also Fahrzeugen. Bis jetzt läuft es richtig flüssig. Hat sich also gelohnt. Das war mal neu zu machen. Ah, in langsamen Kurven absolutes Untersteuern bei den Dingern. Matthias? Ja? Ich habe einen Fehler gemacht. Wer da wäre? Hast du Mutterschaden? Moment gerade. Ich muss mich mal auf dem Spiel ausklinken, weil ich habe hier vergessen, den Ton umzustellen. Bei mir nicht kompliziert vor das Programm mit Fernsehen. Und damit ist mein Nachbar bestimmt jetzt nicht ganz einverstanden, wenn ich das so lasse. Ich muss mich ausklinken, das bringt es nicht. Ich muss es gerade umstellen. Das hätte ich richtig auf dem Ohr. Ja, tut mir leid, Leute. Dann stell du mal, du bist dann zum nächsten Lauf wieder dabei. Ja, genau. Okay, 10 Minuten oder eine Viertelstunde. Keine Ahnung, wie lange wir hier brauchen. Okay, irgendwas habe ich immer, ne? In den letzten Videos auch. Ja. Ist kaputt oder die Box oder. Viel Spaß, Freunde. Bis gleich. Ja, danke, bis gleich. Machen wir den Imola noch? Nee, Quatsch. Schade. Nee, wir nehmen dann andere. Schade. Bis später, Leute, ja? Jo. Wieder. Toi, toi, toi. Danke. Jörg, wart. Ja, meine Penalty ist jetzt rum. Das Ding geht ganz schön biestig auf den Hinterrädern, ne? Ja, jetzt geht nicht in den zweiten Schalten. Ja, zumindest im zweiten nicht ordentlich rausbeschleunigen. Ganz dezent das Gas streicheln. Ja, das Ding geht schon richtig ab. Ach, viel zu viel gebremst. Ungefähr so viel wie Jörg vorhin. Ich hoffe mal, ich hol gerade ein bisschen auf dich auf. Ich hoffe nicht. Ich habe ja auch auf dich gewartet, weil Thorsten sagte, warte mal, Matthias. Ey, ist egal. Ich krieg dich schon. Wo bist du denn? Soll ich warten nochmal? Nein. Da bist du ja schon hinter mir da. Ich sehe dich doch. Ah! War hinter dir, meinst du? Ich war hinter dir. Nee, du bist ja eigentlich immer noch hinter mir. Ich bin gerade mal wieder ordentlich in die Mauer eingeschlagen. Weniger ist manchmal mehr. Ja, Körb. Weniger Körb ist manchmal mehr, genau. Weniger Körb ist manchmal mehr Bodenhaftung. Die Bremsen von den Teilen sind richtig gut, finde ich. Ja, das machen wahrscheinlich die Reifen auch. Schönen dicken Dinger. Plus das nötige bisschen Abtrieb. Ah, dieses blöde Untersteuern in den langsamen Kurven. ...1,43, da komme ich nicht ran. 1,44 ist es. Ah, okay, das war zu spät gebremst. Oh, oh, Junge. Haust du dich auch gerade weg? Einmal auf den Rasen gefahren. Mach dir nichts draus, ich hatte auch gerade eine Penalty. Ah, komm mal. Seh dich schon. Wieder massives Untersteuern in der langsamen Kurve.
dafür gebremst. Hier beim Bremsen untersteuern und wieder eine Penalty. Ah, ist das Mist. Und weggedreht. Eieiei. Okay. Der Sieg geht eigentlich schon an dich, Jörg. Ich warte sonst nochmal. Ach, wir haben ja noch 7 Runden. Da kann ja noch alles passieren. Ach, zum Beispiel, dass du dich auch mal wegdrehst. Das ist so langweilig. Na, komm mal. Ich bin da. Wo bist du? Ah ne, das war der Thorsten, der in der Box steht. Okay. Ich fahre jetzt gerade durch die Tamburulo. Ne, durch die Villeneuve. Welche ist denn die erste, die Tamburulo oder die Villeneuve? Weiß ich gar nicht. Na gut. Ich komme jetzt auf jeden Fall zu Boden. Jetzt ist der Tosa. Ich hab's auch schon wieder vergessen, ich hab's ja erst letztens mal vorgestellt. Also das ist auf jeden Fall die Tosa. Ja, mit viel Untersteuern. Das gibt eine Penalty. Mit dem Pfeil, das ist schon eine geile Sache, wenn du einen Gegner hast, ne? Ja! Können sie. Bei einigen Spielen mal ruhig. Au, Entschuldigung! Ruhig mal einbauen. Das ja? Problem von Open Wheeler, ne? Wenn man sich berührt, dann verhakt man sich gleich. Hab gar keinen Penalty bekommen. Du warst langsam genug. Warst du langsamer als 50? So haben. Nein. Du denkst halt, ich hab Windschatten. einmal darf ich wechseln, ne? Keine Ahnung, ich glaube, damals durfte man noch wechseln, so oft man lustig war. Das war gerade ziemlich problematisch hinter dir. Luftverwirbelung. Ich glaube, die haben sie mittlerweile auch drin. Nein! Oh. Zum Glück haben wir hier keinen Schaden. Na komm schon rum. Oh. Der Motor hat so wenig Grundpower, das mit dem Umdrehen auf der Stelle ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, das mit den Pfeilen, dann könnten sie schon mal bei Race Room einbauen. Man könnte hier auch einfach dafür sorgen, dass man sich umgucken kann. Über den kleinen Joystick auf dem Lenkrad. Dann bräuchte man die Pfeile auch nicht. Stimmt, aber es machen ja die wenigsten auch umschauen beim Multiplayer. Also ich habe das ja auch auf meinen Tasten. Aber hier brauchst du es ja auch nicht wirklich, wenn du den Pfeil siehst. Wie viele 1000 Sekunden bist du vor mir? Keine Ahnung. Dieses Untersteuern in dieser vermaledeiten Kurve. Ich fahre jetzt einfach mal. Na gut. Kannst du nochmal so 2-3 Fehler einbauen? Ich probier's. Gut. Das ist ein Wort.
Oh, oh. Ja, jetzt habe ich. Oh, 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 klingt gut. Kleinen Fehler eingebaut. Kleiner Fehler bringt mich aber nicht weiter. Ich brauche großen Fehler. Noch nicht. Scheiße, wieder eine Penalty. Die hat gerade 3 Sekunden gekostet, diese vermaledeite alte Penalty. Bis dahin hätte ich deinen Rundenrekord hier noch brechen können. Ich will 9 aufstellen. Kannst du es auch lassen. Ich kann mich auch anstrengen. Warte mal. Nee, also anstrengend muss nicht sein. Aber das war nix jetzt. In der Runde hatte ich 2 Penalties. Das gibt's ja gar nicht. Ui. Was habe ich? Eine 43er, ne? Hm. Verschaltet. Und quergestellt die ganze Karre. Ah. Oh Mann. Biestig, biestig, biestig. Ja, spätestens jetzt hast du gewonnen. Ich glaube, ich hänge eine halbe Minute hinter dir oder sogar eine ganze. Ich hab die Zeit gar nicht an bei mir, die App. Was fahre ich denn jetzt? Warte mal. Sag mal, das war bitte. 1,40. 3 Sekunden schneller, ne? Und jetzt hast du dich angestrengt, oder wie? Ja, war schon. Hatte keinen Ausfall. Drittletzte Runde mittlerweile. Letzte Runde? Drittletzte. So. Der Tosa sehr viel Zeit verloren. Habe ich jetzt für eine Zeit? Warte. Müsste ein Tick besser sein. Hoffe ich. 39,9. Ja. Habe ich ein Penalty gehabt? Gut so. Du bist immer noch viel schneller als ich. Ich finde das nicht gut. Du willst immer zu viel. Wieso will ich zu viel? Ich will nur schneller sein als du. Oder mal konstant fahren. Versuche ich ja gerade. Ah, da ist ein bisschen zu viel aus Gas.
Ah, gut abgefangen. Fährst du eigentlich, nachdem du den Berg runtergekommen bist, in dieser Doppelrechts, den Bergaufteil wieder mit dem zweiten oder bleibst du im dritten? Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Ich probier's noch aus. Okay. Der zweite ist halt gefährlich, ne? Ja. Aber der dritte, das hast du ein bisschen zu langsam, ne? Ja. 44,1, das war nichts. Nee, das war die. Penalty. Das war das mit der Penalty, ne? Ja. Gib Gas, kleines B. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas! Ja. Hast du unterboten, ey. Ja, zwar nur minimal, aber das reicht ja auch. So viel zum Thema, ich will immer zu viel. Momentan bin ich auf Kurs von der 39,1 und hab's gerade weggeworfen. Beim Anbremsen das Auto quergestellt. Jetzt ist übrigens die letzte Runde, ne? Ja. Und beim Anbremsen schon wieder das Auto quergestellt. Und so weit raus. Ah. Aha, mal sehen, habe ich da eine Zeit oder Bodennummer? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ja. 39,7, du bist doch so eine Sau. Was hattest du? 39,8 oder was? 39,89, ja. Du hast eine 39,72. Aber es ist immerhin eng gewesen. Ja, von den Zeiten auf jeden Fall. Ja, nur waren am Anfang ein paar zu viele Fahrfehler drin. Das Ding ist genial. Und den zweiten Gang sollte man wirklich nur in Notfällen nutzen. Oh Mann. Gut, dann danke ich euch fürs Dabei.